Das fünfte Buch Mose ist einfach eine Sammlung von Gesetzen, die bereits so viel soziale Verantwortung beweisen, dass ich immer wieder überrascht bin. Und da steht dann auch der Vers: Gott kennt kein Ansehen der Person, er liebt die Fremden, gibt ihnen Nahrung. Und auch du sollst die Fremden lieben, denn in Ägypten warst auch du fremd. Und das ist ein Satz, der geht mir total unter die Haut, weil der bringt mir die Flüchtlinge, die in den Lagern sind, ganz, ganz nahe her. Weil er mir sagt, ich könnte das auch sein. Es könnte genauso gut ich sein. Wie komme ich zu dem Privileg, in Österreich geboren zu sein und nie Krieg und Not und Hunger kennengelernt zu haben? Ich könnte auch in so einem windgepeitschten Zelt auf Lesbos sitzen, verzweifelt und frierend. Wir haben nicht die Garantie, dass es bei uns immer so friedlich weitergeht im Wohlstand. Niemand hat diese Garantie. Und dann ist die Frage, was wünsche ich mir dann, wie andere auf meine Not reagieren? Und so sollte ich jetzt auf die Not derer reagieren, die heute in Not sind. Mein Name ist Schwester Noburga Maringele. Ich bin Tertiärschwester des Heiligen Franziskus und wir sind hier in unserem Provinzhaus in Hall. Courage, Mut zur Menschlichkeit.